Willkommen zurück zu Oninaki. Den letzten Part haben wir live gestreamt und dabei einiges hier im Heiligtum der Wiedergeburt geschafft. Und zwar sind wir jetzt auf Ebene 35 und nicht mehr nur auf Ebene 10. Das heißt, wir haben 25 Ebenen in diesem Stream geschafft. Der war fast 3 Stunden lang und... wir sind wieder auf der Ebene. Yay. Waren wir jetzt schon oft genug. Und trotzdem... haben wir kaum was geschafft eigentlich, obwohl wir schon auf Ebene 35 sind. Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Dungeons durch. Das ist schon ziemlich krass, wie ewig lang der ganze Dungeon ist. Aber okay, mal gucken. Wir machen jetzt heute jedenfalls weiter, hier in einem Let's Play Part, wie man sehen kann, nicht mehr als Stream. Wir werden demnächst wieder streamen, und zwar diesen Freitag wieder. Aber jetzt erstmal... ein ganz normaler Livestream-Part. Sehr schön, Level 80 endlich. Erstmal ein ganz normaler Let's Play-Part, nicht Livestream-Part. Und dann am Freitag wieder ein Stream. Ist einfach für meine zeitliche Planung besser. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich, nicht zu Hause bin. Diese Woche. Wobei, an Halloween bin ich zu Hause. Eventuell streame ich sogar da schon. Das werden wir sehen, wie ich das mache. Ist eigentlich echt ein guter Plan, dass wir am Freitag und an Halloween streamen. Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Mein Plan ist auf jeden Fall definitiv zu 100% am Freitag zu streamen. Aber wie gesagt, ob wir eventuell sogar schon Donnerstag streamen, werden wir dann sehen. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ist der Plan jetzt für die nächsten kommenden Parts, dass wir jetzt heute einen Part machen, wo ich halt ganz normal hier weiterspiele, ohne einen Stream. Dann kommt Mittwoch nochmal ein Part, wo wir ganz normal hier spielen, ohne zu streamen. Und dann kommt Freitag definitiv wieder ein Livestream. Und wie gesagt, Donnerstag eventuell auch, wird sich zeigen. So. Und dann hoffe ich, dass wir in dem Freitag-Stream den Dungeon durchbekommen. Weiß ich nicht, wie wir das schaffen. Ist einfach ein Loch im Boden. Der Plan ist halt, dass ich heute wieder 5 Ebenen schaffe, wie in den anderen normalen Parts auch. Das heißt, dass wir dann in Ebene 40 sind. Dann schaffe ich im nächsten Part bis Ebene 45. Und dann würde ich halt im nächsten Stream eventuell nochmal 25 Ebenen schaffen. Und dann dadurch bis Ebene 70 kommen und am bestenfalls im Freitagstream die ganzen Dungeon durchmachen, indem ich halt 30 Ebenen schaffe. Wenn ich gerade Mathe kann. Warte mal, stimmt das? Also heute mache ich bis Ebene 40, dann Mittwoch bis Ebene 45, dann ein Stream mit 25 Ebenen bis 70, ja, und dann nochmal ein Stream bis Ebene 100, wie gesagt. Wenn das so funktioniert. Werden wir sehen. Also zumindest der Plan. Ob das so am Ende des Tages wirklich funktioniert, werden wir sehen. Aber jedenfalls plane ich das wirklich so zu machen. Und dann, haben wir das eigentlich so ziemlich alles geschafft. Den Dungeon hier. Jetzt gibt es noch 2 normale Parts, wie gesagt. Und dann nochmal 2 Streams. Und dann ist der Dungeon im besten Fall durch. So. Und dann ist der Plan für das weitere Let's Play, dass ich offscreen mit meinen Dämonen grinde, dass wir die ganzen Erinnerungen uns angucken können mit allen Dämonen und dadurch dann eben die Trophäen dafür bekommen, dann auch die ganzen Dämonen im Fertigkeitsbaum alles aktiviere, also dafür die Trophäen bekommen. So, und dann muss ich noch ein bisschen was beim Alchemisten machen, weil da gibt es auch noch Trophäen für, wenn man da ein paar Items sich herstellt. Aber auch, wenn man so und so viele Schattensteine gesorgt hat, ich glaube, es waren 100. Bisher haben wir vielleicht maximal 20, auch sehr schön, maximal 20 gesockelt. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben mal die ganze Karte. Wo geht's denn jetzt hier? Weiter. Okay, wahrscheinlich eher in der Richtung hier. So, jedenfalls ist das der Plan, dass wir das mit dem... Nee, geht's nicht. Okay. Jetzt muss ich erstmal den Weg finden. Toll. Mit dem Alchemisten machen. Und dann eben auch im besten Fall die letzte Sidequest beenden nach hier. Okay.
Und dann müssten wir, glaube ich, alles... Oh, ernsthaft. Alles geschafft haben im Spiel. Wenn ich darüber nachdenke... Also, uns fehlt noch, wie gesagt... Oh, wobei, außer das Erwachen eventuell. Wir müssen insgesamt 100 Erwachen getriggert haben. Dafür gibt es eine Trophäe. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir insgesamt haben, aber wir müssten schon die meisten getriggert haben. Und dann gibt es noch eine Trophäe, indem man 20... oder alle Erwachen triggert, die es gibt, und das sind 20. Und mal gucken, wann ich die bekomme. Werden wir dann sehen. Also das sind dann noch alle Trophäen. Und ja, ansonsten gibt es noch einen, wenn man den Bonus-Boss hier im Bonus-Dungeon besiegt, der auf Ebene 100 kommt. Ja, das müsste prinzipiell so ziemlich alles gewesen sein. Wenn ich drüber nachdenke. Was wir so an Trophäen noch offen haben. Und dann ist das LP beendet. Dann haben wir wirklich alles gemacht, was es im Spiel gibt. Und ich habe mir das alles angetan. Und, ja, mal gucken. Und nach Oninaki wird auch ein neues Let's Play starten. Und zwar ein New Release Let's Play. Bestenfalls eigentlich schon am Freitag, aber das wird nicht so funktionieren, schätze ich mal, dass wir bis dahin durch sind mit dem ganzen Spaß. Aber mal gucken. Jedenfalls, bestenfalls Freitag startet das Let's Play direkt. Oder vielleicht sogar schon früher. Kommt drauf an, wann ich das Spiel bekomme. Jedenfalls ist das dann das offizielle Nachfolgeprojekt zu Oninaki hier. Ihr könnt ja mal raten, was kommen könnte. Wenn man so betrachtet, was für aktuelle Spiele noch so rauskommen. Und ja. Das wollte ich angemerkt haben. Also eigentlich ist ja mein Plan momentan, möglichst viele Projekte zu beenden. Und deswegen ist es eigentlich dumm, wenn ich Oninaki halt... dem Projekt ein Nachfolgeprojekt gebe. Aber ich will einfach dieses Spiel, was da rauskommt, unbedingt spielen. Und deswegen kommt das als Let's Play. Ich könnte es ja auch privat für mich spielen. Aber so ein großes Unterschied würde das auch nicht machen, wenn ich jetzt noch ein Let's Play mehr mache, sag ich mal. Deswegen machen wir das einfach und ja, gucken uns das Spiel an. Wie gesagt, könnt ihr gerne raten, was das für ein Spiel sein wird. Hat nichts mit Oninaki zu tun. Oder so. Das ist komplett was anderes. Aber ja, das ist der Plan. Gut. Und dann habe ich ja gesagt, will ich ab jetzt immer über ein Thema reden, wenn wir hier im Heiligtum der Wiedergeburt weitermachen. Weil... ja, es war jetzt den letzten Part relativ langweilig, dass ich eigentlich permanent gefühlt das Gleiche gesagt habe und nichts Neues irgendwie. Weil man hier halt auch nicht viel zu sagen kann. Weil das alles Dungeons sind, die wir schon gemacht haben und so. Deswegen habe ich mir überlegt, möchte ich mal so ein bisschen über die Zukunft von dem Entwicklerstudio reden, was Oninaki gemacht hat. Die Tokyo RPG Factory. Was ich mir in Zukunft von deren Spielen erhoffe, wünsche und so weiter und so fort. Und wie ich allgemein die Zukunft von denen auch sehe, sage ich mal. Was ich denke, was da so kommen könnte. Aber ja, das ist das Thema für den heutigen Part. Mal gucken, wie viel Zeit ich damit fülle, wie lange ich darüber reden kann. Versuche jedenfalls möglichst viel zu sagen und alles. Ja, jedenfalls bin ich ja persönlich nicht allzu zufrieden mit Oninaki. Vor allem, wenn ich mir die früheren Spiele der Firma angucke. Ich habe schon ganz oft erwähnt, bei den früheren Spielen waren eben rundenbasierte RPGs und demnach was ganz anderes als das hier. Ist ja prinzipiell nicht schlecht, dass sie das Genre gewechselt haben. Ich bin ja offen gegenüber. Ich spiele Action-RPGs auch gerne. Ist jetzt nicht, dass ich Oninaki nicht mag, nur weil es ein Action-RPG ist. Aber ich finde einfach die Umsetzung von dem Spiel halt nicht so toll, wie schon ganz oft erwähnt, deswegen erwähne ich es jetzt nicht nochmal. Und ja, deswegen hoffe ich persönlich einfach, dass das nächste Spiel der Entwickler wieder ein Rollenspiel, ein rundenbasiertes Rollenspiel wird, nicht sowas wie Oninaki, dass es eben ein Action-RPG ist. Das ist meine persönliche Hoffnung. Ich hoffe auch, sie setzen wieder auf richtige Musik, das heißt nicht, wie hier in Oninaki, größtenteils keine Musik und eher so auf die Umgebungssounds setzen. Das ist einfach... Das passt einfach nicht zu den Spielen der Entwickler. Bei so einem Spiel wie Zelda Breath of the Wild funktioniert das wunderbar, weil da die Umgebungssounds alle auch
sehr atmosphärisch, dann sage ich mal. Aber so ein Spiel ohne Naki funktioniert das einfach nicht, finde ich. Deswegen hoffe ich einfach, das nächste Spiel jetzt wieder mehr auf Musik. War auch hier gerade dieser kurze Soundtrack, der hier gespielt hat. Der passt hier voll in diesen Berg rein. Der ist ziemlich cool und alles, aber man hört ihn eben bloß für 5 Sekunden gefühlt. Und deswegen hoffe ich, ich kann eigentlich in die Welt hier gehen. Ihre nächsten Spiele werden musikalisch wieder ein bisschen besser. Und dass die nächsten Spiele den Soundtrack wieder der Komponist macht, der auch für Lost 4 und Setsuna die Musik gemacht hat. Tomiyuki Miyoshi. Weil der hat für beide Spiele echt einen unfassbar guten Job geleistet. Und ich hoffe einfach, dass eventuell der Typ auch mal an weiteren Spielen mitarbeitet. Nicht nur an den Spielen der Tokyo RPG Factory, sondern dass der auch eventuell für manche Spiele von Square eingesetzt wird oder ein freischaffender Komponist wird, der eben auch für andere Firmen mitarbeiten kann. Das ist so meine kleine Hoffnung, weil der Typ, der hat einfach echt Ahnung davon, wie man die Musik gut darstellen kann, wie die Musik sehr emotional klingt und alles und wie man gute Melodien schreibt. Und er hat einfach in den beiden vorigen Spielen einen unfassbar guten Job geleistet. Und deswegen hoffe ich einfach, dass der zurückkommt. Oder auch, wie gesagt, bei anderen Spielen mitarbeitet. Ja, ansonsten. Auch grafische Gestaltung. Da haben sie eigentlich hier in Akin einen ziemlich guten Job geleistet, finde ich. Das Spiel sieht optisch ganz hübsch aus. Auch wenn teilweise manche Texturen, ehrlich gesagt, nicht so schön geworden sind. Aber egal. Da kann man noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Aber prinzipiell ist das Spiel echt ganz hübsch optisch. Waren dann die beiden vorherigen Spiele, die sahen auch ganz okay aus, sage ich mal. War jetzt nicht irgendwie High-End-Grafik, aber das erwarte ich bei so einem kleinen Entwicklerstudio auch nicht eigentlich. Es sah nett aus und gut ist. Und ja, ich hoffe einfach, dass sie sich für ihre nächsten Spiele grafisch an Uinaki halten. Auch das Charakterdesign ist in Uinaki auch top. Da haben sie echt einen guten Designer. Der hat ja auch schon, oder ich weiß nicht, ob es der gleiche war, der auch schon die vorherigen Charakterdesigns gemacht hat für ihre vorherigen Spiele. Aber jedenfalls waren die Charakterdesigns immer in den Spielen gut. Also jetzt in Lost 4 und einem Setsuna und auch in Uinaki eben. Deswegen hoffe ich einfach, dass die sich da auch dran halten in Sachen Design und die eben weiterhin so cool aussehen werden in kommenden Spielen. Ja, ansonsten, sind das meine Hoffnung. Grafisch ungefähr die gleiche Gestaltung wie hier. Musikalisch wieder ein bisschen besser. Und storytechnisch hoffe ich, sie bleiben in ihrer Schiene, weil die Storys der Entwickler sind ja meistens eher ein bisschen, darker, sage ich mal. Nicht so Friede, Freude, Eierkuchen. Meistens sind die Geschichten sehr emotional und haben irgendeine tiefsinnige Message. Zumindest das 4 in einem Setsuna. Das Spiel hier hat das auch versucht, aber ich habe schon ganz oft erwähnt, für mich persönlich einfach nicht geschafft, weil das Spiel halt zu sehr auf diese dunklen und traurigen Momente setzt irgendwie. Was heißt traurig? Es sitzt einfach permanent, stirbt irgendwer, permanent ist alles dunkel und trist. Die musikalische Untermalung fehlt und dadurch kommt einfach so ein richtig, richtig ekliges Gefühl auf, finde ich. Wenn ich Videospiele spiele, möchte ich Spaß haben. Und wenn das Spiel permanent die ganze Zeit trist ist und einem mega die Stimmung runterdrückt, ist das nicht schön, finde ich. Und ist das nicht toll. Genau das soll Uninaki ja eigentlich auch sein irgendwo. Aber ich finde, sie haben es ein bisschen übertrieben. Lost 4 und einem Setsuna waren auch in ihren Thematiken, teilweise zumindest, ziemlich dark. Aber da haben sie es einfach besser umgesetzt, weil es halt nicht permanent nur auf die Trauerschiene gemacht wurde, sondern das Spiel auch mal so Momente hatte, wo es eben ein bisschen, ja, witzige Momente gab oder so. So ein bisschen, das englische Wort lighthearted passt ja ganz gut und so. Also, ich hoffe einfach, dass sie es in den nächsten Spielen auch verfolgen, dieses Konzept. Dass sie gerne die Story wieder so dark machen mit sehr krassen Thematiken und sehr emotional, sage ich mal, aber dass es eben nicht wirklich permanent dieses dunkle Thema ist, weil das macht einfach einem voll die Stimmung kaputt, finde ich. Wenn permanent alles sich um den Tod dreht, permanent irgendwer stirbt und so, ich meine, wie gesagt,
darum dreht sich die Thematik, aber dadurch, dass permanent eben irgendwer stirbt, kommt das alles nicht so ganz rüber irgendwo. Weil immer nur tot, 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 die ganzen Charaktere, man kann gar nicht mit denen mitfühlen, wie ich schon oft erwähnt habe. Es ist einfach so, weil man die Charaktere gar nicht richtig kennt. Und deswegen, ich habe auch von den meisten den Namen vergessen. Wie hieß zum Beispiel dieser eine Typ, der so fanatisch für den Nachtteufel war? Irgendwas mit Z war das, doch oder nicht? Den wir dann bekämpfen mussten. Da in diesen Ruinen bei dem See war das. Ich habe den Namen zum Beispiel komplett vergessen. Wie hieß die eine Frau zu Beginn? Hitoa, oder? Wir haben einfach nichts zu den Charakter erfahren. Und ich hoffe einfach, dass sie für die nächsten Spiele wieder mehr auf gutes Writing setzen, auch auf gute Charaktere. Weil, ernsthaft, weil in Lost Field 1 Setsuna waren die Charaktere einfach toll geschrieben. Und ich hoffe, dass sie das in ihren späteren Spielen auch wieder so umsetzen können. In ihren nächsten Spielen, wie auch immer. Und ja, ansonsten, mir gesagt, ist meine Hoffnung einfach, dass sie wieder, also entweder lernen sie aus ihren Fehlern, die sie in Onaki gemacht haben, und machen das nächste Spiel auch wieder actionbasiert, aber mir persönlich wäre es einfach lieber, wenn sie wieder ein rundenbasiertes Spiel machen würden. Mit einer tollen Geschichte, tollen Charakteren und tollen Soundtrack. Genau wie die beiden vorigen Spiele auch schon. Und Dungeon Design. Stellt euch einen ordentlichen Dungeon Designer an. Schaut auf andere Spiele. Setsuna zum Beispiel sollte ein Spiel sein, was sehr an Chrono Trigger angelehnt ist. Was sehr mit den gleichen Sachen teilweise arbeitet wie Chrono Trigger. In Sachen Kampfsystem, aber auch in Sachen, ja, einfach, dass das Spiel an Chrono Trigger einfach erinnert, sag ich mal. Das kam auch durchs Kampfsystem gut rüber, aber in Sachen Game Design eben nicht. Dadurch, dass die Dungeons einfach alle ziemlich plank und lahm waren. Und genau den gleichen Fehler, dass die Dungeons plank und lahm waren, haben sie einfach in allen ihren Spielen. Ist jetzt nicht nur in Lost 4 so. Oder hier in Oinaki. Es war bisher in allen ihren Spielen so. Dass sie einfach das Dungeon Design nicht ordentlich umgesetzt haben. Da wäre so viel mehr drin gewesen. Schaut euch Chrono Trigger an. Wie Chrono Trigger sein Dungeon designt hat. Oder andere Square RPGs aus der damaligen Zeit. Und guckt, was ihr daraus lernen könnt. Das wäre einfach das Beste, weil sie können sehr viel daraus lernen. Weil die alten Spiele, die sich als Vorbild nehmen, all das viel besser gemacht haben. Die Spiele, die sie imitieren wollen, sag ich mal. Chrono Trigger, Final Fantasy 6 und was weiß ich, all diese Spiele hatten einfach viel besseres Dungeon Design, weil weil sie einfach was sich da mehr Gedanken zu gemacht wurden. Und genau das könnten sie eben auch in ihren Spielen machen, wenn sie sich mehr Gedanken machen und einen ordentlichen Dungeon Designer anstellen, sag ich mal. Und das nicht von irgendeinem Praktikanten machen lassen. Zumindest kommt es mir so rüber, wenn ich mir die Dungeons angucke. Dass der einfach irgendeinem Praktikanten zusammengeschustert hat. Ja, und demnach sind nochmal zusammengefasst meine Wünsche fürs nächste Spiel einfach. Ein rundenbasiertes Rollenspiel, was mehr auf eine gute Story setzt, wie eben eigentlich alle ihre Spiele. Aber das Spiel hier hat für mich persönlich zu viele Lücken und Sachen, die nicht so ganz passen. Dann hoffe ich einfach darauf, dass sie eventuell wieder mehr auf die musikalische Untermalung setzen und die Musik nicht irgendwie komplett langweilig und Nebensache ist. Dann hoffe ich wieder auf ein gutes Kampfsystem, tolle Charaktere und so. All das. Auch hier in dem Spiel, ich habe schon ganz oft erwähnt, die Charaktere, ich finde sie einfach langweilig. Weil sowohl die Charaktere, die für die Story irgendwo wichtig waren, haben wir wie gesagt kaum was erfahren. Außer halt zu Kagachi, Soju, Sarah und Lin. Prinzipiell. Aber ansonsten, ja, Kushi so ein bisschen, Ayura so ein bisschen. Ansonsten waren alle story-relevanten Charaktere irgendwie egal.
Und ja, ansonsten, auch die Dämonen. Ich fand diese Sache, dass man die Geschichten der Dämonen über Cutscenes erzählt hat, einfach nicht toll gelöst. Weil, wenn ihr jetzt fragen würdet, wie die Geschichte von manchen Dämonen waren, ich könnte euch nichts mehr dazu erzählen. So größtenteils zumindest. Außer halt von den Dämonen, die ich auch am meisten benutzt habe. Aisha zum Beispiel. Aishas Geschichte war ja, dass sie irgendwie eine Prinzessin war oder so. Damit so ein Prinzen durchbrennen wollte. Aber sich am Ende beide aus welchem Grund auch immer umgebracht haben. Weil sie eben der Welt entfliehen wollten. Und dann rauskam, dass der Prinz sich gar nicht umgebracht hat. Und Aisha eben die ganze Zeit in diesem Irrglauben geglaubt hat, dass sie ihren Prinzen eben finden möchte, aber er eigentlich gar nicht tot war. Irgendwie so war das doch. Ja, und Saafs Geschichte weiß ich noch, weil ich irgendwie, weil die ja irgendwie mit der Hauptstory zusammenhängt, weil Saaf ist ja eigentlich der der Palast Blutwachen Hauptmann gewesen, der Sojo ja auch geraten hat, dass er weggehen sollte in das Dorf und alles. Das war er ja, deswegen ist ja Saafs Geschichte irgendwo in der Hauptstory verwoben und deswegen kann ich mir die eben mit merken. Aber ansonsten, wenn ich jetzt nach irgendeinem anderen Dämon fragen würde, ich weiß nichts mehr, wirklich absolut nichts mehr. Weder Trisee noch Regan oder hier Dings. Ich bin einfach nichts mehr von den ganzen Charakteren. Weil es einfach auch nicht spannend war. Es war einfach langweilig erzählt durch die Cutscenes. Dass sie da stehen und einem ihre Geschichte quasi erzählen, ist ja schön und gut alles. Aber irgendwie kommt es halt dadurch nicht so wirklich rüber, finde ich persönlich. Und ich habe es schon ganz oft erwähnt, mich stört einfach die japanische Synchro. Wenn ein Spiel nur japanische Synchro hat, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber Ich kann mir einfach nicht merken, was die Charaktere sagen, wenn ich eben nicht verstehen kann, was sie sagen. Wenn ich nur mitlesen muss, sag ich mal. Also, wenn es ein Spiel ist, was nur Text hat, ist es anders, weil es da ja auch nur den Text gibt, der da steht. Aber wenn es zum Beispiel ein Spiel ist, was Synchro hat, dann höre ich eben eigentlich eher auf die Synchro und bin zu faul, die Texte zu lesen, weil ich ja über die Synchro verstehe, was die Charaktere sagen. Aber hier in Oinaki eben nicht. Und dadurch bin ich auch einfach nicht mit der Welt in den Charakteren verbunden. Dadurch kann ich einfach nicht mir merken, was sie sagen. Weil, ja, es ist irgendwie, es geht bei mir einfach nicht. Es klingt vielleicht dumm, aber es geht bei mir einfach nicht. Wenn das alles auf Englisch wäre, könnte ich mir das alles viel besser merken. Das sag ich euch. Und ich verstehe auch nicht, was das Problem jetzt ist, das Spiel auf Englisch zu synchronisieren, weil so viele Charaktere und so viele Stimmen hat das Spiel nicht. Da die einzigen Charaktere, die irgendeine Stimme haben, sind eben die Hauptcharaktere und eben die Dämonen. Und mehr Charaktere haben keine Synchro, sag ich mal. Das wäre jetzt nicht so schwer gewesen, da schnell eine englische Synchro zusammenzufügen. Einfach ein bisschen. Vor allem dadurch, dass es eben auch so wenig Text ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ultra teuer gewesen wäre, so ein Synchro zu machen. Aber ich denke einfach mal, die haben sich gedacht, lohnt sich nicht, weil das Spiel eh nicht so gut verkauft werden wird, weil es eben bloß so ein kleines Indie-RPG ist irgendwo, nicht halt so ein Riesenspiel von Square Enix, wie meinetwegen das Final Fantasy VII Remake, was sogar deutsche Synchro bekommt. Da lohnt es, in die Synchro reinzustecken, das Geld, weil das auch sehr viele kaufen werden. Aber bei so einem kleinen Spiel wie Oinaki denken sich wahrscheinlich, ja, kauft eh niemand, gefühlt. Deswegen stecken wir da jetzt nicht das krasse Geld in die Synchro rein, sondern fokussieren uns da eher auf, ja, die Übersetzung. Aber eben ohne Synchro. Und das finde ich einfach nur schade. Das ist einfach. Ich kann mich da einfach nicht mit der Welt in den Charakteren verbinden, wenn ich halt nicht über ihren Mund verstehen kann, was sie sagen. Ich kann es nachlesen, toll, aber das bringt mir persönlich einfach kaum was. Das geht einfach dann nicht so gut in meinen Kopf rein. Klingt, wie gesagt, vielleicht dumm für manche von euch, aber es ist bei mir einfach so. Da kann ich nichts dran ändern.
Für mich ist Synchro einfach unfassbar wichtig. Bei so Spielen, okay, da komme ich jetzt nicht hoch. Ich wollte dann mal ganz kurz durch diese riesige Gate-Up-Gruppe durch. Ich weiß nicht, dass das wirklich aufgetan hat. Bei mir ist Synchro einfach unfassbar wichtig. Zum Beispiel, ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal gebracht. So Spiele wie Tales of Berseria sind für mich einfach so krass gut, wie sie sind. Wegen der unfassbar gut gelungenen englischen Synchro. Okay, den Gegner ignoriere ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt keinen Bock, ihn zu besiegen. Wegen der unfassbar gut gelungenen englischen Synchro ist Tales of Berseria einfach für mich so ein unfassbar emotionales Spiel gewesen. Weil die Charaktere einfach alle toll synchronisiert waren und die ganze Geschichte einfach dadurch für mich einen, ja, größeren Wert mit einnimmt. Dadurch, dass ich ihre Charaktere auch verstehen kann. Und wenn die bloß japanisch irgendwas vor sich hin prabbeln, verstehe ich es eben nicht. Ich würde auch gern verstehen, was sie hier im Kampf die ganze Zeit sagen. Habe ich auch schon oft gesagt. Ich will gern wissen, was da gesprochen wird. Ob sie ihren Attackennamen vielleicht rufen, wenn sie gerade einsetzen. Oder ob sie einfach irgendwas Kleines zueinander sagen, so kleine Sachen halt. Ich meine, wegen in den Xenoblade Chronicles spielen, wenn der Kampf vorbei ist, ist halt noch so ein kurzer Dialog eventuell kommt, wo die Charaktere kurz miteinander reden über diesen Kampf oder so. Aber kann ich eh nicht verstehen. Dadurch, dass es weder Texte gibt, die das sagen, noch eine Synchron, die verstehen kann. Und das ist einfach schade. Deswegen kann ich einfach nicht mich in die Welt mit richtig eintauchen lassen, weil ich einfach über den Text nicht richtig die Charaktere verstehe. Das stört mich einfach. Punkt. Könnt ihr jetzt euch denken, was ihr wollt? Mich persönlich stört das einfach. Und Mida, ich glaube kaum, dass das so ein Heidenaufwand gewesen wäre, für das Spiel schnell mal eine englische Synchro zusammenzuflicken. Ich meine, klar, sie muss auch gut sein. Sie muss jetzt nicht irgendwie mega schlecht gemacht sein. Deswegen hat man es wahrscheinlich noch nicht gemacht, weil es eben wahrscheinlich finanziell nicht gelohnt hat irgendwie. Aber trotzdem. Es fehlt einfach irgendwie was. Für mich. Dadurch. Deswegen kann ich zum Beispiel auch keine Anime auf Japanisch gucken. Weil ich da einfach nicht in die Welt reinkomme. Aber es bringt mir nichts, wenn ich unten den Text halt nur mitlese. Weil ich mich da einfach nicht in die Welt reinfühlen kann und so. Ich brauche einfach akustisch, was die sagen. Deswegen hasse ich es irgendwie, irgendwas auf Japanisch zu gucken. Ich brauche einfach akustischen Text für mich. Ich weiß ja gar nicht, warum manche Leute ihre Spiele immer auf Japanisch umstellen, vom Text her, von der Audiosprache her. Geht für mich nicht in meinen Kopf rein, weil, ja, ich kann da nicht mitfühlen. Andere Leute scheinbar schon. Aber ich einfach nicht. Das geht einfach nicht bei mir. Wenn ich jetzt Japanisch können würde, klar, dann wäre es eine andere Sache. Aber ich kann eben kein Japanisch. Und einfach nur für Videospiele. Also ich würde schon ganz gerne Japanisch können, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich habe einfach nicht die Zeit, diese ganze Sprache zu lernen, sage ich mal. Deswegen. Ich würde schon gerne Japanisch können irgendwo. Und ich habe es mir eigentlich auch immer mal vorgenommen zu lernen, aber geht eben nicht so einfach. Jetzt einfach mal so nebenbei Japanisch zu lernen, sage ich mal. Vor allem, wenn ich dran denke, ich habe Uni. Ich habe da jeden Tag 1000 Vorlesungen gefühlt. Ich habe jeden Tag noch ein bisschen Zeit, die ich für mich haben möchte. Wo ich ein bisschen zocke, was weiß ich. Und Videos gucke. Und da habe ich nicht die Zeit, eine Sprache zu lernen. Das geht einfach nicht. Ich würde es gerne irgendwie können, aber momentan ist es nicht drin. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich Japanisch können würde, würde ich die englische Sprache immer präferieren, weil ich finde einfach, Englisch hat einen schöneren Klang als Japanisch. Da werden jetzt manche auch wieder mit einem Vogel zeigen und so, aber ja, ist halt einfach so für mich persönlich. Und das japanische Voice Acting kommt mir oftmals einfach viel zu übertrieben vor.
wenn die da rumschreien und alles und irgendwie alles so auf eine ganz dramatische Weise sagen, das ist einfach, ja, kann ich nicht mitfühlen so wirklich. Ist einfach so bei mir. Klar ist die englische, das englische Voice Acting auch manchmal so ein bisschen überdramatisiert, aber halt nicht so krass wie im Japanischen, ganz ehrlich. Deswegen. Für mich persönlich ist einfach das Japanische nicht so schön wie das Englische. Punkt. Werden jetzt manche wieder am Vogel zeigen, alles klar, aber ist mir egal. Ich persönlich bin einfach ein Mensch, der lieber auf Englisch spielt, auch sein Voice Acting lieber auf Englisch hat, als eben Japanisch. Punkt. Ist so bei mir. Fertig. Das muss mal gesagt werden. Ist ein Schattengefallener? Guck mal her, mein Freund. Ernsthaft jetzt! Genau in dem Moment, wo ich ihn aktivieren wollte, ist auch wieder toll. Konnte ich ja nicht wissen, dass da einer war. Richtig Hammer wieder auf jeden Fall. Ich habe es auch an der Akustik gehört. Ich habe gehört, da ist so ein Geräusch im Hintergrund. Ich dachte mal so, hey, ist da das Geräusch vom Schatten gefallen? Ist hier irgendwo einer oder was? Aber ich, ja, habe es irgendwie nicht wirklich wahrgenommen, weil ich dachte, ich will hier schnell durch den Dungeon durch, um möglichst viele Gegner zu besiegen. Aber tja, fail. Man hätte mir so viel, so geile Waffen eventuell geben können, als Schattengefallener. Also wieder dumm. Das ist jetzt einfach wieder dumm. Ja, reden. Egal. Ach ja. Gut, das war eigentlich auch alles, was ich dazu sagen habe. Oder hatte. Jetzt bin ich quasi über mein eigentliches Thema in ein ganz anderes Thema reingestolpert. Nämlich das japanische Voice Acting versus das englische Voice Acting. Ja, aber um nochmal zusammenzufassen. Meine Hoffnung für nächstes Spiel sind einfach, sie machen wieder ein rundenbasiertes Rollenspiel, was wieder eine tolle Story hat, die aber nicht so übertraumatisiert ist wie hier und auch nicht so nur auf Trauer und Tod getrimmt ist. Sie können gern wieder ein sehr dunkles Thema nehmen, vor allem dunkles Thema, ein sehr darkes Thema nehmen, eine starke Thematik, habe ich nichts dagegen, aber die sollte eben nicht einfach nur so dunkel und dark sein, eben für die Edginess quasi. Weil das kommt mir bei dem Spiel hier so vor, dass sie einfach das nur so gemacht haben, dass das Spiel möglichst edgy ist, ganz ehrlich. Deswegen hoffe ich einfach, dass das nächste Spiel auch wieder sehr emotional wird, aber eben auf eine bessere Weise. Ich hoffe wieder auf einen guten Soundtrack, auf schöne Musik, auf eine nette Grafik. Und auch einfach wieder bessere Charaktere als Ominaki. Und eventuell englisches Voice Acting. Ich weiß auch gar nicht, wie die Verkaufszahlen von Ominaki waren. Könnte ich mich vielleicht bis zum nächsten Part informieren und euch das mitteilen. Weil ich denke mal, vor allem die Verkaufszahlen werden die mitentscheiden, wie ein nächstes Spiel wird. Ob das wieder so wie das hier oder ob es wieder ein rundenbasiertes Spiel wird. Dass man eben sehen kann, welches Spiel sich besser verkauft, sag ich mal. Also prinzipiell würde ich in der heutigen Gesellschaft eher sagen, dass sich die Action-Spiele besser verkaufen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Ominaki hat sich nicht mal so gut verkauft. Ich glaube, Ominaki ist wirklich bei vielen unter das Radar gefallen, zum einen. Und zum anderen, ja, glaube ich, haben viele echt nicht so den Gefallen dran gefunden. Weil ich glaube, was ich online so für Kritiken gelesen habe, haben eben wirklich auch viele einfach das Spiel nicht so genossen wie eben andere Rollenspiele. Eben genau wegen dem gleichen Problem, was ich angemerkt habe. Dass es eben einfach permanent dieses dunkle Thema hat und einfach nicht so schön ist dadurch.
Weil einfach nur irgendein Werk, sei es jetzt ein Videospiel, ein Film oder so, immer permanent auf diese Trauer zu trimmen, das ist einfach nicht gut. Da wird man selbst ganz depri dabei. Und wie gesagt, ich finde einfach, es funktioniert in dem Spiel nicht mal gut, weil eben es nicht wirklich traurig ist, weil ich oftmals nicht mitfühlen kann mit dem, was da gerade passiert, weil wenn jetzt irgendein Charakter stirbt, ich den Charakter gar nicht wirklich kenne, sage ich mal. Deswegen. Das ist einfach für mich das größte Problem in dieser ganzen Sache. Aber okay. Jetzt kommt wieder ein Bosskampf. Und mal gucken, was der drauf haben wird. Wer es vor allem sein wird. Aber es sieht nach dem Käfer aus, weil wir gerade hier in dem Ort sind, wo der vorkam immer. Der dämliche Riesenkäfer. Der Three-Color von dem. Ja. Natürlich. Wer noch sonst? Wäre ein bisschen komisch, wenn es ein anderes Vieh wäre. Wenn sie hier an dem Ort sind. Es war der kleine Junge, den Soju eigentlich auch schon kannte. Damals, als sich in einen Gefallenen verwandelt hat. Was auch einfach damals nicht wirklich zum Mitfühlen war, weil man den Jungen ja auch vorerst gar nicht kannte. Man hat ja später ein bisschen kennengelernt, eben in diesem ganzen Soju-Kapitel, aber naja. Naja, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber egal, was soll's. So, damit wäre der jetzt auch besiegt und bekommen eventuell. Nein, nur Müll gefühlt. Tja. Gut, das war's mit dem heutigen Part. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dann, ciao. Euer V-Road. Tschüss.